Der Karl-Marx-Hof ist einer der Schauplätze der Februarkämpfe aus dem Jahr 1934. 85 Jahre danach hat die SPÖ-Spitze der Opfer des Bürgerkriegs in Österreich gedacht. Mit dabei etwa SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, Bürgermeister Michael Ludwig oder Landesparteisekretärin Barbara Nowak. Wir sind für Sie bei der Gedenkfeier dabei gewesen und haben die damaligen Geschehnisse zusammengefasst. Er war der Begründer des Austrofaschismus, Engelbert Dollfuß. Ein Jahr, nachdem der christlich-soziale Bundeskanzler das österreichische Parlament und den Verfassungsgerichtshof per Notverordnung ausgeschalten hatte, erhoben sich am 12. Februar 1934 Sozialdemokraten in Linz, Wien und anderen Industriegemeinden zum Aufstand, der von der diktatorischen Regierung blutig niedergeschlagen wurde. Die Bilanz: hunderte Tote, manche Experten sprechen sogar von Tausenden. 85 Jahre später versammeln sich Wiener Sozialdemokraten zum alljährlichen Februargedenken an einem der Bürgerkriegsschauplätze, dem Döblinger Karl-Marx-Hof. Mein Großvater hat selbst in den Februarkämpfen mitgekämpft, im 14. Bezirk, und damit ist es eine enge Verbundenheit auch durch diese Erzählungen der Großeltern. Ja. Also wir wissen einfach, dass im Februar 1934 die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für die Demokratie und als Erste gegen den Faschismus in Europa gekämpft haben. Jegliches historische Wissen und Gedenken ist immer ein Auftrag an uns. Ein Auftrag nämlich, dass wir den Kampf gegen die ersten Anzeichen von antidemokratischen Tendenzen hier auch in uns tragen und immer an den Tag legen in unserer Politik. Und das ist unsere Aufgabe jeden Tag. Der österreichische Bürgerkrieg war das Ergebnis einer längeren Phase der heftigen Auseinandersetzungen zwischen Sozialdemokraten, Christlich-Sozialen und Deutschnationalen. Es hat damals militärische Verbände gegeben, der Heimwehr und des Schutzbundes, und das hat natürlich schon zu einer sehr starken Radikalisierung geführt. Die Radikalisierung hat sich schließlich in den tagelangen Kämpfen entladen, die unter anderem in vielen Gemeindebauanlagen des Roten Wien stattfanden, wo Arbeiter gegen die Exekutive kämpften. Die Teilnehmer des Februargedenkens hier am Karl-Marx-Hof trauern nicht nur um die Toten der Vergangenheit, sondern machen sich auch Sorgen um die Zukunft ihrer Stadt und ganz Europas. Wenn ich denke, dass vor wenigen Tagen am Samstag in Budapest hunderte Rechtsextreme mit Nazi-Symbolen und SS-Uniformen patrouilliert haben und Juden rausgerufen haben, dann macht einem das Angst. Und es gibt in Europa insgesamt eine sehr starke rechtspopulistische, rechtsextreme Bewegung, und dem muss man Einhalt gebieten. 1934 hat er 1934 begonnen, so wie 1938 oder 1938 begonnen hat, sondern es gibt immer eine Zeit davor, und die Mechanismen der Zeit davor, auf die muss man achten. Es ist momentan so, dass eigentlich die Armen gegen die Arbeiter ausgespielt werden, dass wirklich Not gegen Elend, und eigentlich ist es, dass wir ein funktionierendes System haben und das aber sukzessive zerschlagen wird, damit Faschismus wiederum in allen seinen Facetten hier Fuß fassen kann. Ja. Das heißt, beim Punschtrinken wissen wir, warum wir am 12. Februar auch gegen diese Regierung optieren, weil wir eben ganz klar wissen, dass der Austrofaschismus wie nachher der Nationalsozialismus unsere Demokratie zerschlagen hat. Aber das Gedenken und der Kontext der derzeitigen Bundespolitik sind für die Genossen kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Gerade die Jungen in der Partei geben sich kämpferisch für die Anliegen der Sozialdemokratie. Naja, wenn man sich hier umschaut bei der Veranstaltung, sieht man überall junge Menschen stehen, die Aktivistinnen der sozialistischen Jugend sind, die gedenken und die bei eisiger Kälte mit Stolz die rote Fahne tragen und diese Geschichte auch weitergeben. Niemals aufgeben. Genau, niemals vergessen. Freundschaft. 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 Freundschaft.